Liebe Freunde, Matchil bignut umisayem bishvach. Man beginne mit dem Leid und mit dem Negativen und ende mit dem Lob, mit dem Positiven. Ganz gemäß der Devise der Mishnah, so sollen wir vorgehen beim Erzählen der Pesach Haggadah. Und genauso, bevor wir die Unabhängigkeit Am Israels, Be'eretz Israels, mit Hallel, mit Lobgesängen, mit feinem Essen und Trinken vom Grill Cave feiern, beginnen wir zuerst mit Yom HaZikaron, mit dem Gedenken an das Gnut, das Leid, an die Kedoshim, Teorim und Giborim, an die Heiligen, Reinen und Helden unseres Volkes, Shemasru et Nafsham al Kedushat Hashem Ha'am Ve'aretz, die ihre Seelen für die Heiligung des göttlichen Namens für das Volk und Land hergaben. Und damit schärfen wir in unser Bewusstsein, noch vor der Feier, dass die 74-jährige Existenz von Medinat Israel noch bis heute alles andere als eine Selbstverständlichkeit darstellt und dies leider auch viele Opfer mit sich brachte und leider immer noch mit sich bringt. Und dazu gehören die 24.068 Soldatinnen und Soldaten, die während ihren Einsätzen zur Verteidigung Israels gefallen sind, sowie die 4.216 durch Terroranschläge und Raketenattacken ermordeten Menschen in Israel. Seit dem vergangenen Yom HaZikaron gelang es leider erneut unseren Feinden in Israel und auf der ganzen Welt, viel zu viele unschuldige Soldaten und Zivilisten, Männer, Frauen, Erwachsene und Kinder zu töten. So etwa, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, beim Aufflammen der Gewalt im Mai letzten Jahres, 2021, rund um Ramadan und der Gewalt am Harabait. Es kam neben Jerusalem leider zu zahlreichen Toten und Verletzten bei den Ausschreitungen innerhalb bisher relativ noch friedlichen arabisch-jüdischen Städten in Israel, in Lod, Ramle oder Akko. Und wir gedenken ebenso den 13 Menschen in Israel, die während dieser Mifza Shomer HaChomot Operation Hüter der Mauer, die durch Raketenangriffe getötet wurden. Und hätten wir nicht Iron Dome, wären es viel, viel mehr sicher gewesen. Und unter den Ermordeten war der nur 5-jährige kleine Ido Abigail aus der Stadt Sderot. Nachdem eine Rakete in die Wohnung seiner Familie einschlug, erlag er seinen Verletzungen im Spital. Und er war nur 5 Jahre alt, wie mein Sohn Nathan. Ein ganzes Leben noch vor sich. Und Idos Mutter und Schwester überlebten Baruch Hashem, wurden aber zusammen mit 350 anderen Israelis in diesem Krieg verletzt. Und viele sind körperlich verletzt, aber auch seelisch. Und auch die dürfen wir nicht vergessen. Wir erinnern uns ebenfalls an Eliyahu David Kay, Zichrono Livracha, ein 26-jähriger Olé und ehemaliger Chayal Bodet aus Südafrika, der auf dem Weg zur Tfila an die Kotel im November 21 von einem Terroristen brutal ermordet wurde. Und seit März dieses Jahres flammte die Gewalt erneut auf mit tödlichen Anschlägen im Herzen Israels an Orten wie Beersheba, Bnei Brak, Tel Aviv und Ariel, bei denen über ein Dutzend Israelis getötet wurden, aus allen Altersgruppen, aus allen religiösen und sozialen Schichten. Endlich dachten die Israelis, als Israel nach der Pandemie aufatmen konnte und sich die Leute endlich freuten, einander beim Straßencafé, im Restaurant, auf den Straßen und Plätzen zu begegnen, dass endlich wieder Touristen empfangen werden können. Genau da versuchen unsere Feinde, uns durch ihren Terror einzuschüchtern. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns ebenfalls an Tomer Morad,
Eitam Magini und Barak Lufan, Zichronam Yevracha, junge Männer zwischen 28 und 35 Jahren, die bei der Ilka Bar auf der Dizengoffstraße kaltblütig erschossen und damit mitten aus ihrem Leben gerissen wurden. Barak Lufan, ein paraolympischer Trainer, hinterließ eine Frau und drei Kinder. Und Eitam Magimi hätte mit seiner Verlobten Ayala bald darauf heiraten sollen. Und nun ist sie, seine Verlobte, tragischerweise gezwungen, stattdessen um ihren Verlobten zu trauern. Und ebenfalls verlobt war der Polizist Amir Khoury, 32 Jahre alt, ein christlicher Araber, der beim Anschlag in Bnei Brak die Leute verteidigte. Er setzte sich den Terroristen zur Wehr. Und während dieser Gibor Israel, während es ihm gelang, anderen das Leben zu retten, wurde er leider dabei selbst getötet. Ähnlich wie auch der Sicherheitsmann Vyacheslav Golev aus Ariel, ebenfalls verlobt und der ebenfalls nur von wenigen Tagen der heldenhaft sein Leben verlor, während er anderen das Leben rettete. Und wir könnten noch Stunden hier weitermachen mit allen Namen und alles auflisten. Wir wären noch Stunden hier, wenn wir ihre tragische Geschichten erzählen würden. Und das geht natürlich aus Zeitgründen nicht, aber für all diese heiligen Neshamot, die al-Kiddush Hashem getötet wurden, wollen wir sagen, Yehi Zichram Baruch, möge ihre Erinnerung ihren Familien und uns allen zum Segen werden. Amen. Amen. Liebe Freunde, wir befinden uns nun im Monat Iyar. Und der Monat Iyar wird auch Siv genannt. Siv von Licht, bei dem mit dem Licht des Frühlings, mit jedem zusätzlichen Tag von Sfirat HaOmer, jeden Tag wird es heller. Und wir wollen sagen, dass trotz des dunklen Hasses und der dunklen Tragödien fokussieren wir uns auf das Licht und auf das Gute im Leben und auf Ma'asim Tovim, auf Taten der Gerechtigkeit, gute Taten und Liebe in der Welt um uns herum, um die Welt zu verbessern. Und mit dieser Einstellung wünschen wir den Angehörigen der Ermordeten viel Kraft und Trost und versuchen nun, diesen Tekes Ma'avar, diesen mentalen Switch zu machen, der nicht einfach ist, von Yom HaZikaron zu Yom HaAtzmaut, Me'evel le'Yom Tov, von der Trauer zur Freude, mit dem Bewusstsein und der Hoffnung, Hazorim bedima berina ikzoru, dass die Tränen, die wir sehen, letztendlich in Jubel ernten werden. Und im Sinne von, wie ich vorher gesagt habe, Matchil bignut und Mesayem bishvach, wir beginnen mit dem Leid, um aber mit umso mehr Dankbarkeit und Wertschätzung, wenn wir uns bewusst sind, welche Kosten, was das alles, dass es alles nicht selbstverständlich ist, um dann, wie auch am Pessach, mit dem Lob, mit dem Positiven zu enden, mit einer Zelebrierung des Lebens. Mit dem großen Wunder der Unabhängigkeit Israels, dass auch nach 74 Jahren seit der Staatsgründung in unseren Augen weiterhin ein großes Ness, ein großes Wunder bleibt. Und deswegen, so lehrte mich mein Großvater, Rav Ze'ev Solomon, und er hat es mal vor vielen Jahren hier am Schwischel Pessach, als er im Minyan gesprochen hat, das ist sicher schon irgendwie 20 oder 30 Jahre her, aber ich habe es auch von anderen gehört, es ist kein Zufall, dass Yom HaAtzmaut mit Schwischel Pessach assoziiert wird. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, einige hier werden das schon kennen, aber für die, die es noch nicht kennen, es lohnt sich zu kennen, weil es lehrte der Shulchan Aruch in Siman Tav Chaf Chet Seif Gimel folgendes. Siman Lekviat HaMoadim At Bash Gar Dak Hatz Vav. Okay, was soll das? Es ist eine Gedächtnisstütze. Er sagt, der Shulchan Aruch, für die Festlegung der Moadim, sieht man da hinten die Buchstaben, ist ein Augentest. Okay, wir haben hier Aleph Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav. Und wir haben umgekehrt, wenn wir es rückwärts schauen, Taf, Shin, Reish, Kuf, Zadig, Pei, ja, einfach rückwärts. Und diese Buchstaben, der erste und der letzte, der zweitletzte und der
Der zweite, der dritte und der drittletzte gehören zusammen. Und man kann sich so merken, an welchen Wochentagen die Feier- und Gedenktage in dem Jahr stattfinden. Ich werde jetzt erklären, wie der Shulchan Aruch sagt. Er sagt, Perush beyom rishon shel Pesach yeh leolam tisha be'av. Es ist immer so, dass der erste Tag Pesach, Aleph, der erste Tag Pesach ist immer am selben Wochentag wie Tisha B'Av oder Taf Tisha B'Av. Okay, dieses Jahr ist speziell, dieses Jahr, also nein, muss so sagen, der neunte Av dieses Jahr ist am Shabbat, der erste Tag Pesach war am Shabbat, nur wir begehen Tisha B'Av am Sonntag, weil es Nidche ist, weil wir am Shabbat nicht fasten. Aber der neunte Av grundsätzlich ist am selben Wochentag wie der erste Tag Pesach. Okay, gehen wir weiter. Genau. So, ich muss nur das Zitat, ich will es richtig zitieren, dass ich nicht falsch sage. Beyom Sheni Shavuot. Okay, der zweite Tag Pesach, das ist Shin Shavuot. Und das ist tatsächlich so. Der zweite Tag Pesach war wann? Sonntag. Shavuot wird auch sein am Sonntag und Montag in Chutzlaretz, aber wir reden jetzt der erste Tag Shavuot. Okay, weiter. Gimel, der dritte Tag Pesach ist Resh. Was ist Resh? Rosh Hashanah. Tatsächlich, der dritte Tag Pesach war ein Montag. Ja, ich muss euch leider sagen, dieses Jahr wird Rosh Hashanah am Montag, also Montag und Dienstag sein, aber Montag, der erste Tag Rosh Hashanah, wie Gimel Shel Pesach. Okay, weiter. Dalet, Kuf. Was ist Kuf? Kippur. Nicht Kippur. Kippur ist mit Kaf. Es ist ein bisschen schwer. Kriyat HaTorah, Simchat Torah in Chutz Laaretz ist am selben Tag wie der vierte Tag Pesach. Ist, glaube ich, Dienstag. Genau, Dienstag. Okay. Auch nicht so gut für die, die arbeiten. Okay, dann haben wir Hey, Tzadik, Zom. Der fünfte Tag Pesach ist am selben Wochentag wie Yom Kippur, ein Mittwoch dieses Jahr. Und dann haben wir Vav. Sechster Tag Pesach ist am selben Wochentag wie Purim. Ja, aber also der Purim, der jetzt war, in diesem jüdischen Jahr, also der vergangene Purim, war ein Donnerstag und der sechste Tag Pesach ein Donnerstag und da hört der Shulchan Aruch auf. Er macht nicht, oder es gibt ja noch einen Schwischel, sehr wichtig, der Schwischel Pesach, das Sein. Aber was käme, was würde Sein entsprechen von dieser Logik her? Welcher Buchstabe? Ein. Nur, sie hatten keinen Feiertag oder Gedenktag mit Ein, der am selben Wochentag wie Schwischel Pesach. Oh, und jetzt, wir haben das alles nicht gewusst, bis endlich das Rätsel gelüftet wurde und und so hat eben mein Großvater gelehrt und auch, sicher auch andere, einige kennen das schon, bis zum 5. Jahr Taschach 1948, seit dann wissen wir, wofür das Ein steht. Nämlich für Atzmaut, für Yom Atzmaut. Shvi Shel Pesach ist immer am selben Tag wie der 5. Iyar, wie Yom Atzmaut. Dieses Jahr ist auch wieder speziell. Morgen ist ja Donnerstag und nicht Freitag, aber wenn wir im Kalender schauen, morgen ist der 4. Iyar. Der 5. Iyar ist am Freitag, wie Shvi Shel Pesach, der am Freitag war. Und das heißt, wir machen Yom HaZmaut schon einen Tag vorher. Das hat das Rabbanut beschlossen, damit es nicht zu Chilul Shabbat kommt, wenn man es am Freitag macht und die Leute dann noch bis tief in die Nacht feiern. Das so. Aber wir sagen kein Tachanun am 5. Iyar. Okay, jetzt. Das alles zeigt uns, dass es einen Zusammenhang gibt, eine Verbindung zwischen Shvi Shel Pesach und Yom HaZmaut. Und nicht nur, weil beide Tage am selben Wochentag fallen, sondern weil es auch eine tiefere ideelle Verbindung zwischen diesen beiden Tagen gibt. Und zwar, an beiden Tagen erlangten wir unsere Unabhängigkeit von Mitzrayim bzw. von den anderen Völkern. Und an beiden Tagen geschahen Wunder, Nissim, die Schlüsselerlebnisse für unser Volk bilden, die uns auch Generationen danach prägen.
Und jetzt könnte man kritisch anmerken, das kann man doch nicht vergleichen. Kriyat Yam Suf. Kriyat Yam Suf war ein Neskalui, ein offensichtliches, übernatürliches Wunder, die Spaltung des Meeres. Ein offensichtliches Wunder, wo man die Hand von der Kadosh Baruch Hu sieht. Während Yom HaTzmaut ist ein historisches Ereignis. Es gab viele andere Staaten, die unabhängig wurden. Indien wurde auch von Großbritannien unabhängig. Jordanien, Sudan, die Schweiz war schon lange unabhängig, aber ja. Was ist jetzt da so speziell? Warum ist das ein göttliches Wunder, das uns berechtigt, Hallel mit Bracha zu sagen, Hallel überhaupt zu sagen? Doch, wer denkt, dass das, also wer so denkt, der hat eigentlich nicht verstanden, was für uns ein Wunder, was für uns ein Schlüsselerlebnis ausmacht. Und Rav Nathan Lopez Cardozo erklärte sehr schön in einem seiner Essays, dass die wichtigste Eigenschaft eines Wunders ist nicht, dass es übernatürlich oder überhistorisch ist, sondern dass es ein Moment ist, der in den Augen desjenigen, dem es widerfahren ist, wundersam bleibt. In anderen Worten sagt er, ist ausschlaggebend, mit oder ohne Special Effects, dass es Zeugen des Ereignisses gibt, die so überrascht, so überwältigt, zum Staunen gebracht werden, dass sie diese Gefühle auch der nächsten Generation weitervermitteln, die ebenso darüber staunen und sie dies ihren Kindern weitervermitteln. Und damit wird ein Schlüsselereignis geboren und in unserem kollektiven Gedächtnis verankert. Und die Gründung des Staates Israel war ohne Zweifel, wie Kriyat Yam Suf, ein solches bahnbrechendes Schlüsselereignis. Und noch weniger als die Wunder, noch wichtiger als die Wunder, die geschahen, um dieses Ereignis zu ermöglichen. Das geschahen auch aus meiner Sicht Nissim Gluim 1948 und danach. Aber noch wichtiger als das ist aus religiöser Sicht das anhaltende Staunen über dieses Ereignis. Ein Wunder, das nur wenige Jahre zuvor während der Shoah undenkbar gewesen wäre. Und darum müssen wir sehr aufpassen, dass wir heute dieses Wunder nicht für selbstverständlich nehmen oder relativieren. Schon damals, vor 3300 Jahren, verlor sogar das große Wunder von Kriyat Yam Suf von seiner Wirkung, als nach der Rückkehr zur Normalität die Bnei Israel klagten, Hashem hat uns verlassen, wir wollen zurück nach Mitzrayim, in Mitzrayim war alles besser. Sogar nach einem Ness wie der Spaltung des Yam Sufs, und das ist doch unglaublich, das hat gar nicht damit zu tun, ob es ein Ness Galui oder nicht ist, sondern ja, und auch wir haben heute manchmal diese Tendenz, vor lauter Klagen und Beschweren über alle negativen, schlechten Dinge in Israel, dass wir dabei vergessen, dass das große Wunder der Existenz Israels überhaupt als einziger, unabhängiger jüdischer Staat in der Welt wertzuschätzen. Denn wenn wir darüber nachdenken, Israel ist und bleibt ein Wunder. Ja, der Mashiach ist noch nicht gekommen. Israel lebt noch nicht in Frieden mit seinen Nachbarn und das Beit HaMikdash wurde noch nicht aufgebaut. Aber die Tatsache, dass nach 2000 Jahren Galut, nachdem wir beinahe ausgerottet wurden, dass dann endlich unsere Tfilot, die wir durchgehend sagten, erhört wurden, wie Leshana Abba be'arad Israel, nächstes Jahr im Lande Israel, v'techezena einenu b'shuvchal Zion v'rachamim, dass unsere Augen es sehen mögen, wenn du in Barmherzigkeit nach Zion zurückkehrst, dass wir nach Jahrhunderten des Betens dieser Worte, des Hoffens und Glaubens, dass nach dem langen Warten diese Vision endlich, auch wenn noch nicht ganz vollständig, aber doch in Erfüllung ging, dass wir heute als Am Chofshi Be'arzenu leben, da kann doch niemand, der dieses einzigartige historische Ereignis der Wiedergeburt Israels betrachtet, bezweifeln, dass es sich hier um ein Wunder handelt, um ein Schlüsselereignis, das uns bis heute zum Staunen bringen soll, auch wenn die meisten von uns nach 1948 zur Welt kamen, als der Staat Israel bereits existierte. Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Rav Jonathan Sacks brachte diese Gefühle in seinem Buch Future Tense in einem schönen Text auf den Punkt, und ich will damit enden. Ich lese es in der Übersetzung mit meinen Ergänzungen. Das seit der Gründung hat Israel Erstaunliches vollbracht. Es hat Einwanderer aus 103 Ländern aufgenommen, die 82 Sprachen sprechen, die heute Ivrit sprechen. Es hat eine trostlose Landschaft in einen Ort mit Wäldern und Feldern verwandelt. Es hat bahnbrechende landwirtschaftliche und medizinische Techniken entwickelt und eine der fortschrittlichsten Hightech-Wirtschaften der Welt geschaffen, Startup Nation. Es hat große Dichter und Schriftsteller, Künstler und Bildhauer, Sinfonieorchester, Universitäten und Forschungsinstitute hervorgebracht. Israel hat auch die Wiedergeburt der Yeshivot ermöglicht, die in Osteuropa während der Shoah zerstört wurden. Wo auch immer in der Welt eine humanitäre Katastrophe eintritt, gehört Israel, wenn es erlaubt ist, zu den Ersten, die ihre Hilfe schickt, so auch jetzt mit dem Feldspital in der Ukraine. Israel hat seine Technologien mit anderen Entwicklungsländern geteilt, Stichwort Drip Irrigation, Wassertechnologie und so weiter. Unter immensen Anstrengungen hat es die Demokratie, eine freie Presse und eine unabhängige Justiz aufrechterhalten. Hätten unsere Vorfahren gesehen, was Israel alles erreicht hat, sie hätten es kaum geglaubt. Und eigentlich auch wir, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn wir die jüdische Geschichte lernen, studieren und versuchen zu verstehen, wie es war, als es noch kein Israel gab, und dann sehen, was heute ist, auch wir, wenn wir wirklich darüber nachdenken, wir können es eigentlich auch fast nicht glauben. Und dieses ständige Staunen und Betrachten von Yom HaTzmaut als Wunder, dies müssen wir auch unseren Kindern vermitteln. Es freut mich, dass heute auch viele Kinder hier sind, weil das ist genauso wichtig an seiner Wirkung, wenn nicht mehr, wie Kriyat Yam Suf. Denn Israel, mehr als alles andere, ist ein lebendiges Zeugnis für die Kraft der Mitzvah, Uvacharta Bachaim, wähle das Leben, in diesem Sinne, Lechaim, Am Israel Chai und Chag Atzmaut Sameach. Amen.